Urlauberin 37 möchte die Straße überqueren und wird von VW Golf Frumtal erfasst. Die Frau wollte daraufhin den Mann beruhigen, erhielt dafür aber 2 Watschen, wie die Polizei Landshut ermittelt. Im Anschluss verschwanden Frau und Mann. Im weiteren Verlauf stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich bei den beiden um ein Ehepaar handelt. Die Tatsache, dass ein 50-Jähriger aus dem Auto heraus eine 46-Jährige angesprochen hat, sorgt am Montag am 6. Februar in Landshut für viel Wirbel. Weil am Auto des 50-Jährigen ein Schaden an der Fahrertür im unteren vierstelligen Bereich entstand, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Landshut. Zur Mittagszeit war nämlich ein 50-Jähriger in der Marienburger Straße auf eine 46-jährige Frau aufmerksam geworden und sprach diese aus dem Auto heraus an. Plötzlich hielt vor ihm ein anderes Auto und ein 46-Jähriger stieg aus. Außer sich ging er zu dem 50-Jährigen und schlug mit den Füßen gegen die Fahrertür und schrie herum. Ende.